Moin Moin, mein Name ist Alvo, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor und ich stelle dir gleich innerhalb von 3 Minuten 3 Ausrüstungsgegenstände vor, die sehr günstig sind und uns allen helfen können bei unseren Outdoor-Hobbys. Viel Spaß mit dem Video. Dieses Video steht unter dem Thema Lageraufbau und es gibt 3 kleine Sachen, die ich dir gleich vorstellen werde, die machen den Lageraufbau deutlich einfacher und bequemer. So, das sind ganz einfache Handschuhe, die sind hier so zusammengeknallt, ganz einfache Arbeitshandschuhe. Da kriegt man, ich glaube, 10 Paar für 10 Euro. Die schützen dich jetzt nicht übermäßig, ja. Die kriegt man im 10er-Pack für 10 Euro und die sind relativ gut, weil sie haften gut, man kann damit gut arbeiten. Und zum Feuerholz sammeln und solche Geschichten sind die immer wieder praktisch. Sie wiegen fast nichts und sie dabei zu haben ist immer gut, denn sie sind auch relativ atmungsaktiv. Vielleicht sieht man das hier. Ja. Also die sind jetzt nicht fest und ich würde sie nicht bei Feuer benutzen, weil das Kunststoff ist. Aber ganz besonders, wenn man mit Holz arbeitet und solchen Geschichten oder auch mal schnitzt für besseren Grip, sind die super. So, das ist ein Packen Paracord. Das sind nicht mehr ganz, es waren mal 30 Meter. Das kriegt man ziemlich günstig auf asiatischen Shops, aber auch mittlerweile bei Amazon relativ günstig. Für 5,30 Euro müsst ihr mal gucken. Fast unzerreißbar. Und richtig fest hält alles auf. Kannst du zwischen 2 Bäumen spannen, dann kannst du dein Tarp damit abspannen, um dich vor Regen zu schützen. Oder du hängst eine andere Art von Plane auf und schläfst darunter, wenn es ein bisschen wärmer ist und solche Geschichten. Ein super Ausrüstungsgegenstand, den man immer dabei haben sollte. Für so, das ist ein Plastikkarabiner. Die gibt es im 10er-Pack für knapp 2 bis 3 Euro. Kann man auch zum Beispiel über Gearbest beziehen. Wofür brauche ich so einen Karabiner? Die sind oftmals viel praktischer, als man denkt. Man kann damit zum Beispiel viele Sachen an seinem Rucksack befestigen. Ja, wenn der Rucksack mal zu klein ist, weil man hat das noch mitnehmen, das mitnehmen, ist nicht optimal, was außen am Rucksack zu befestigen, aber damit kann man das ganz gut machen. Du kannst auch eine Schnur zwischen 2 Bäumen spannen, den dranhängen und dann kannst du kleinere Ausrüstungsgegenstände über diese Schnur ranhängen, zum Beispiel auch zum Trocknen, ein Hemd etc. Und deshalb ist es immer praktisch, die wiegen fast nichts, habe ich außen an meinem EDC-Pouch dran, den ich euch auch noch gleich vorstellen werde, denn ich habe heute Lust, noch ein Loadout zu machen. Und ein guter Ausrüstungsgegenstand, günstig und den kann man immer dabei haben, top. So, das waren wieder 3 Dinge in ungefähr 3 Minuten, die wir für unsere Outdoor-Hobbys sehr gut benutzen können. Ich hoffe, du hattest mit dem Flottendreher sehr viel Spaß. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn das hilft mir immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.